guten Morgen, Leute. Ja, erste Inspektion habe ich durch. Bei knapp 24.000 muss da rein. War ein bisschen früher als 30.000, aber es kommt auch immer auf Fahrstil an. Ja, so waren gar keine Probleme. Einzige Problem, was war, dass bei mir der linke Scheinwerfer gehangen hat nach der Justierung, wenn das Licht angestellt wird. Da haben sie ein Software-Update drauf gemacht und seitdem ist dieses Problem weg. Also wenn ihr das gleiche Problem habt, zu eurem freundlichen Seat-Händler fahren. Der macht da ein Software-Update drauf und sollte das nicht helfen, dann muss der Scheinwerfer ausgetauscht werden. Aber sie machen erst ein Software-Update drauf und dann den Austausch des Scheinwerfers. Ja, so waren gar keine Probleme bei der ersten Inspektion. Öl musste ich bis dahin überhaupt gar nicht auffüllen. Das ist eigentlich auch schon mal ein gutes Zeichen, dass der Motor eigentlich gesund ist. Ja, dann gab es dann im anderen Video Fragen zwecks Verbrauch. Also ich habe Verbrauch von 6,7 Liter bis 16,5 Liter war alles dabei. 6,7 Liter hatte ich dann auch eine Reichweite von 700 Kilometer. Das war aber auch nicht mit Spaß verbunden. Das war einfach mal so ein Test für mich, zu sehen, wie weit kommt man mit diesen 50 Litern und was ist halt der mindeste Verbrauch, den man schaffen könnte. Und bei mir waren es, wie gesagt, 6,7 Liter. Ich denke mal, drunter fährt man nicht und es macht auch keinen Spaß denn mehr. Ja, 16,5 Liter waren schon ordentlich. Es war nachts freie Autobahn, alles freigegeben. 80 Kilometer, glaube ich, hat er dann halt am Ende rausgespuckt, 16,5 Liter. Der Bordcomputer bei mir, der resettet sich ja eigentlich nach 5000 Kilometern, diese Langzeitanzeige für Verbrauch. Da hatte ich letztens mal geguckt, bei 4700 Kilometern hatte ich einen Durchschnittsverbrauch gehabt von 9,7 Litern. Und da ist aber auch alles bei, da ist Autobahn bei, da ist Stadtverkehr bei, da ist Landstraße, mal gemütliches Fahren, mal schnelles Fahren. Also wenn man jetzt für den Cupra als Richtwert 10 Liter nimmt, dann ist das realistisch. Also ich komme, wie gesagt, mit einer Tankfüllung um die 500 Kilometer. Das entsprechen ja quasi an 10 Liter bei 50 Liter Volumen. Ja. Dann wurde gefragt, was für ein Motor es eigentlich ist. Es ist der identische Motor wie aus dem Audi S3 bzw. aus dem Golf 7R. Einzige, was sie hier gemacht haben, ist, dass sie hier zwecks Software die Leistung gedrosselt haben. Obwohl, ich hatte ihn auf dem Prüfstand gehabt, bei mir wurden ja 298 PS ermittelt. Das sind ja 300 PS, so wie beim Golf und beim Audi. Ich hatte den gleichen Turbolader drauf. Und auch die ganzen anderen Motorkomponenten sind identisch mit Golf und Audi. Also ich weiß, dass der GTI zwar auch den gleichen Motor drin hat, aber den kleineren Lader. So, das hat man mal gerade wieder live gesehen. Also bei diesen Straßenverhältnissen bis 80 ist leider keine Traktion vorhanden auf der Vorderachse. Nachteil Frontantrieb. Aber sobald die Straßen trocken sind und aus 70 zum Beispiel, zieht er dann doch schon los. Also macht immer noch Spaß, das Fahrzeug. Performance ist vollkommen ausreichend. Zurzeit denke ich eigentlich gar nicht daran, mir einen Chip reinzulegen. Ja. Dann wurde mal angesprochen, was mit Türen schnarren ist, zwecks Musik, wenn die laut ist. Also ich muss sagen, ich höre Musik relativ laut in diesem Auto. Also ich höre sie auch so laut, dass bei mir der Balken von der Musikanzeige voll aufgedreht ist. Und bei vernünftiger Musik, also die qualitativ hochwertig ist, schnarrt und knarrt bei mir in den Türen gar nichts. Es gibt ja einige 5F-Fahrer, was man bei Facebook liest, die dämmen ihre Türen und erzeugen damit noch einen besseren Klang. Habe ich bei mir nicht vor, weil ich bringe ja wieder Gewicht ins Fahrzeug und ich bin aber eher auf Performance aus. Also das heißt, mehr Gewicht möchte ich nicht haben, sondern ich möchte ganz gerne
Leistungsgewicht. Heißt weniger Gewicht, mehr Leistung. Aber wenn es da auch welche Probleme gibt, dann hat man halt die Möglichkeit, da ein bisschen nachzudämmen. Und dann sollen da einige Sachen dann schon besser klingen. Ich finde es so, wie es hier ist, ganz okay. Ich habe auch dieses Soundsystem von Seat genommen, was Aufpreis kostet und wo du quasi einen Subwoofer im Kofferraum hast. Und ich muss sagen, reicht vollkommen aus. Ja. So, ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Fahrzeug. Erste Inspektion hat er hinter sich und kann dieses Fahrzeug wirklich nur empfehlen. Ja, Performance-Paket habe ich nicht, da wurde auch schon nachgefragt. Brauche ich auch nicht. Weil erstmal gab es bei mir das noch gar nicht. Das Fahrzeug ist, es kam glaube ich, es kam im März raus beim Händler. Und ich habe es dann schon im März vorbestellt gehabt, also relativ fix. Und Performance-Paket kam erst ein halbes Jahr oder ein Jahr später. Aber einzige, was mich jetzt am Performance-Paket so ein bisschen interessieren würde, wäre eventuell die große Bremsanlage und optisch diese Seitenschweller. Aber ansonsten, die Seitenschweller kann man sich nachholen. Und die Bremsanlage kann man ja auch oben mal sagen, okay, kann man nachrüsten. Aber so an sich reicht dieses Fahrzeug hier vollkommen aus. Ja, ansonsten denke ich mal, habe ich auch schon viele Fragen beantwortet. Ja, ich hatte letztens ein Video gemacht gehabt vom Auspuff. Hab da mir mal eine GoPro hinten ran geheftet. Ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt auf dem Video überhaupt nicht rüber. Aber ich habe auch nur Endschalldämpfer gemacht. Sprich, Downpipe und die komplette Abgasanlage unterm Fahrzeug ist original. Ich habe auch, soweit ich erfahren habe, zwei Vorschalldämpfer, also quasi Vorschalldämpfer und Mittelschalldämpfer. Und die rauben dem Fahrzeug auch noch mal ein bisschen Lautstärke. Aber das Klangbild von diesem Auspuff ist wirklich sehr, sehr gut und klingt live ganz cool. Klar, laut kann jeder, aber ich finde das Klangbild von dem Fahrzeug ganz cool. Kam im Video leider nicht rüber, habe ich selber festgestellt. Aber der Wunsch war halt da, mal ein Video drüber zu machen. Wie gesagt, Pläne sind ja eventuell die Downpipe einzubauen. Und dann mal schauen, ob wir irgendwie in der Abgasanlage was verändern. Natürlich alles TÜV geeignet. Ja, ich hoffe, ich bin erstmal soweit euren Fragen nachgekommen. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, stellt die unten drunter und ich werde sie dann beantworten. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!